Soll ich dir zeigen, wie einfach die Religion ist? Guck mal. Es gibt so eine App, die zeichnet deinen Hasanat auf, wenn du Koran liest. Liege ich falsch, wenn wir eine gute Tat machen, wird was? Nein, nein, eine gute Tat. Was passiert, wenn wir eine gute Tat begehen? Das auch. Wird sofort aufgeschrieben? Warte. Na, aufgeschrieben wird sie auch, ja. Nein, das, wenn man einen Buchstaben im Koran liest, kriegt man 10 gute Taten. Sag, das wollt ihr sagen. Ich sage, wenn wir eine gute Tat begehen, was passiert mit einer schlechten? Die wird gelöscht. Sag, bin ich richtig damit? Nehmen wir mal irgendwas. So. Dass wir zeigen, also eine gute Tat löscht eine schlechte. Viele, weil wie der Shaitan wird uns sagen, ja, aber wie, Abu Ali hat das jetzt, wie willst du das alles schaffen? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ich bin nicht der beste Qari, aber ich gebe meine Mühe, ja? Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. Okay. Wie viele Versen waren das? 3, ne? 3 Versen. 3 Versen, 28 Sekunden, 850 gute Taten. 850 gute, schlechte Taten gelöscht, Alhamdulillah. Ich habe genug. Das ist Religion, Bruder. Weil der Shaitan wird dir sagen, ja, aber Ali sagt jetzt okay, aber willst du das jetzt alles machen? Wie willst du das schaffen? Du musst arbeiten, du musst zur Schule, du musst so. 28 Sekunden. 28 Sekunden, da schaffst du nicht mal, dir ein TikTok-Video anzuschauen. So. 850 gute Taten, Alhamdulillah, 850 schlechte Videos, vielleicht nicht geschrieben, aber sind weg. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً